Recht herzlich willkommen zur 31. Folge von Europa Universalis 4 mit den Irokesen. So, wir haben hier, oder fingieren hier zurzeit, einen Anspruch. Sollte eigentlich noch am Laufen sein. Können wir das hier sehen? Weiß ich jetzt gar nicht. Geheimdienstaktionen, ja, wird noch fingiert. Ja, können wir auch hier werden sehen, ne? Was ich noch gucken wollte, können wir das hier eigentlich auch noch machen? Ne, nicht wirklich, ne? Aber nur einen machen und ich glaube, es geht immer nur das direkte Nachbarland. Ja gut, ist jetzt nicht so wild. Lass mal laufen mal. Ja. Unsere Truppen sind da. Wir haben jetzt hier gegen die Huronen letztens versucht, was zu machen, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Schon wieder ein bisschen her. Wir haben hier den Franzmann. Ja, wir werden das hier versuchen zu erobern, um einfach ans Wasser zu kommen, ne? Hier ist ja kein... müssen schon das zweite von denen auch noch haben, ne? Wie sieht's denn so mit Verbündeten und sowas aus? Verbündet mit Großbritannien, okay, dann ist das natürlich auch wieder so ein Ding, wo wir gar nicht uns Gedanken drum machen müssen, ne? Oh. Ja, jetzt haben wir den Kriegsgrund gegen die. Wollen wir das hier fingieren? Geht das da jetzt auch nochmal? Nein, geht nicht. Ja, gut, okay. Wer sind die? Mit wem würden die? Ja, die haben nur noch 13 Kolonien im Rücken. Wäre jetzt... 13 Kolonien sind das hier unten. Die sind voll groß. Das ist ja englische Kronkolonie. Was ist das hier? Großbritannien selber, okay. Ja, gegen die können wir wahrscheinlich keinen Krieg führen, weil da hatten wir... doch, würde auch sogar gehen. Aber bringt uns zurzeit nichts. Ja. So, die werden besser, stärker wieder. Ja, können wir nicht angreifen zurzeit. Ja, wir würden die Großbritannien, würden die unterstützen. Ist die Frage, ob die so schnell wären und danach ziehen würden, ne? Ja, nur zurzeit waren es unsere Verbündeten, ne? Können wir irgendwas machen? Ich glaube nicht. Können wir es anbieten? Bündnisaktion. Da geht auch nichts. Was ist das? Ein bedeutender Mann ist gestorben. Hatten wir da einen? Gute Frage, ne? Weiß ich jetzt auch nicht. Warten wir es ab. So, wir waren nochmal hier. Was soll, wollen sie nicht werden? Wie verbessern wir permanent die Beziehung? Familienband haben wir mit denen. Ja. Krieg können wir nicht erklären. Wahrscheinlich, weil wir mit denen verbündet sind. Was bringt's auch, ne? So. Das ist Florida. Können wir nichts machen. Irgendwie sind wir dann zu schwach. Französisch, Kanada, Florida. Immer abhängig, ne? Gut. Überlegene Einheitstypen, ne? Wollen wir doch mal reingucken, ne? Ja. Ich glaube, wir machen mal gerade eine Pause da rein. Der Waffenstillstand beendet. Okay. Und viele Waffenstillstände, die da beendet wurden. So, jetzt sind wir hier, aber was haben wir denn hier? Warte mal nochmal.
So, das wollte ich. Kann man das auch sehen? Wie, was, wo? Nein, indianische Bergkrieger. Ja, die haben wir doch, oder? Pedrero oder so ähnlich. Ah, hier ist es. Jetzt haben wir gerade die veralteten. Okay, so sieht's aus. Die haben nur einen Punkt jeweils. Und die hat da einen Punkt im Gefecht hier, Fernkampf. Ja, sollte man vielleicht da, und das ist Moral. Okay, die haben eine größere Moral. Wir wollen Ergebnisse sehen. Gut, dann ist das schon erledigt. Tja. Nationale Ideen. Oh, guck mal. Können wir da was machen? Nö, geht nicht. Dann lassen wir das auch. Würden wir gerne unterstützen, aber da sind Rebellen. Einheiten haben wir Lust, der Vaterplatz. Waffenruhe wird enden. Umkämpfte Nachfolger. Dann ist es dieses Land. Wo wir aber jetzt keinen Krieg erklären können zurzeit. Die Rebellen freien das gleich. Oder? Lass mal laufen. Gucken. 4 zu 3. Ah, jetzt kriegen wir Unterstützung. Und deswegen ist nichts passiert. Gut. Ja, da sind wir dann durch erstmal. Hier können wir bald wieder an Dingens. Wie heißt es? Sag schon, Tja. Minus 18, ich habe letztes Mal 21, das war aber minus 21. Wäre auch nicht viel besser hier. Politiken anfügen. Okay. Geht nix. Aha. Okay. Dann wollen wir nochmal durchgehen hier, oder? Das ist jetzt nicht interessant. Hier ist das Geld. 3,95. Darlehen. Wir haben 60. Wann können wir tilgen? 60,07. Oh, können wir zurückzahlen. Dann machen wir das natürlich. Gut, dann haben wir nochmal 60,3. Das müssen wir noch ein bisschen warten dann. Ja, okay. Der Handel läuft. Hier ist das nächste hier dran dann. Hier dauert es noch. Das hatten wir eben. Stabilität steigern wir mal nochmal. Kirche ist jetzt nicht so wichtig. Spanien ist das, ne, oder? Toskana, okay. Ja. Truppen 10 von 12 haben wir. Und da können wir 6 Schiffe haben, aber die können wir überhaupt nirgends hinbringen. Achso, ich wollte mal gucken. Söldner würde gehen. Wird denn jetzt irgendwie mal ein Schiff bauen? Nö, können wir auch nicht. Wahrscheinlich, weil wir keinen Meerzugang haben, ne? Da ist nichts zu machen, auch nichts zu machen. Oh. Also, wir müssen da noch warten, bis das dann abzuzahlen ist. Aber wir können sogar noch was ausbauen. Ne, das ist lokale Autonomie. Das können wir sogar senken, ne? Lokale Unruhen würden dann steigen. Also zur Zeit ist es ja jetzt erstmal okay, ne? Geld kriegen wir da. Stabilität. Stabilität können wir uns. Ja, nehmen wir Stabilität, egal.
Wieder ein bedeutender Mann gestorben. Was haben wir sonst noch? Können wir nichts bauen. Ja, hier ist noch was zu machen, ne? Aber 100 Verwaltungsmacht. Kann man die Provinz verbessern, ne? Produktion steigern. Ja. Das sollten wir eigentlich machen, ne? Komm, zack. Ach, wir können sogar nochmal. Machen wir das gleiche. Warte, machen wir es woanders. 011 02 10. Ah, da ist das ja besser. Hier geht auch. Aber das ist noch besser. Machen wir das da. Wird sogar noch mehr gehen, oder was? Ach, 86 Diplomatie. Komm, dann machen wir das da noch. Und jetzt bräuchten wir 87. Alles klar. Gut. Darlehen wird bald fällig. 30 haben wir, glaube ich, die Hälfte ungefähr. Tja. Was jetzt? Das ist die Frage, ne? Die brüsten hier auch immer weiter auf. Kann man diplomatisch irgendwas machen? Bündnis anbieten. Aber dafür, ach so, wir haben keinen, doch, wir machen Diplomaten frei. Bis 1688, okay. Der runde Dynastie. Ich kündige das auf. Denn Stabilität ist eingebrochen. Super. Handelsmacht besitzen, okay. Abbrechen. So, jetzt müsste es gehen, oder? Nö, auch noch nicht. Alle? Alle unsere Bilder, unsere Werke können können. Haben wir Garantien gegeben? Wir haben noch keine Garantien gegeben, oder? So. Einer unserer Diplomaten ist unterwegs. Einflussaktion. Warte mal, Beziehungsaktion. Stoppen wir. So ist es. Deswegen geht's nicht. Jetzt geht's. Die würden aber nicht mitmachen. So, wir erklären den Krieg und greifen an. Läuft, läuft. Irgendwas müssen wir ja machen, ne? Aha. Gut. Das geht voran. Okay, wir haben verloren. Das ist nicht wahr, oder? Wie soll das denn gehen? Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Das Darlehen können wir doch schon bezahlen, oder? Erneut. Keine Moral. Doch, jetzt kommt so hoch die Moral. Wir haben schon mehr Moral wie wir. Wir sind mehr und verlieren gegen die.
krass, oder? Einfach krass. Gucken wir mal, ob wir unten können. Komisch. So, dahin. Dann nehmen wir das Land ein. Wollen wir hoffen. Da kommen jetzt irgendwelche, die helfen mir noch, wa? Okay, da sind Engländer. Die gehen jetzt an Land. Ja, boah, 31. So, da reiben wir jetzt auf. Da stand nur Großbritannien, ne? Da stand nichts von deren Vasallen oder sowas. Das finde ich ja jetzt voll doof, ne? Ja. Gut, dann nicht. Toller Kriegszustand. So. Aus unserem Land können wir sie auch nicht vertreiben, verlieren wir wahrscheinlich auch. Ja, sieht gut aus, hm? Kannst du voll vergessen. Du hast so ein großes Land und bringt nichts. Geld haben wir nicht, dass wir uns Truppen leisten können. Traurig. Einheiten haben auch Verluste erlitten, auch schön. Mauern durchbrochen. Können wir irgendwann... Ne, können wir nicht. Tempel. Kann man den auch mal reparieren? Ja, müssen wir gucken, ne? Nochmal da rein. Und beten. 9,3 Taler. Können sie aber nicht kaufen. Keine Ahnung warum. Wieder verloren. Warum uns irgendwie keine Gedanken mehr drum machen. Ja, das machen wir dann mal. Tenaille. Mhm, so sieht es aus. Toll, ne? Aufstand irgendwo gleich. Na, jetzt greift ihr uns wieder an. Wir können das nicht befreien. Krass, oder? Ablehnen kann ich noch nicht mehr, also das ist das gegessen. Urlaub. So lächerlich jetzt, ne? Was willst du denn da noch machen? Das ist ein zwei Ländereienland hier und wir haben da keine Chance. Naja. Ja, okay. Wir haben jetzt versucht, hier irgendwie in Richtung Meer was zu unternehmen. Hat aber auch nicht geklappt. Ich bin aber noch nicht davon überzeugt, dass das nicht irgendwann doch mal klappen wird. Wir müssen dann halt nur ein bisschen taktischer vielleicht vorgehen. Vielleicht kriegen wir das nochmal hin. Aber zurzeit müssen wir jetzt erst regenerieren. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.